Meistens haben die Bergsteiger oder die Anfänger der Wanderer sehr große und schwere Rucksäcke, aber das, was sie brauchen, ist dann meistens nicht in dem Maße drin. Ja. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ich eine gute Schutzbekleidung habe, also sprich eine Regenhose, eine Regenjacke, aber zum Beispiel, was total unsinnig ist, das ist, dass dann manche ihr Adressbuch dabei haben und halt noch drei verschiedene Hosen und sehr viele Sachen dabei haben, die man eigentlich gar nicht so richtig braucht. Und wenn es dann regnet, hat man dann zum Beispiel nicht mal eine Gore-Tex-Überhose dabei und kühlt da halt wahnsinnig aus oder hat sehr schlechtes Schuhwerk. Ja. Bisschen was zu trinken. Mhm. Ja. Mein Täschel mit dem Geldbeutel. Mineralwasser für unterwegs. Blasenpflaster, also auch für Kleinigkeiten. Sonnenbrille, die Hülle, Taschentuch. Ein paar Kreislauftropfen mit, weil ich manchmal Probleme habe. Und ein paar Bonbons. Wo man ein bisschen das Lachen anfängt, ist dann, wenn die mit Ponchos oder so herkommen. Die sind halt so Sachen, die gehen ganz gut im Regen, aber wenn es im Alpin dann, wenn es auch windig wird, dann haut es einem halt den Poncho ständig hoch und man ist letztendlich dann auch noch unten nass und hat da Gefahr, weil man teilweise manchmal die Sicht eingeschränkt ist. Ja. Man hat bei jeder Wanderung festgestellt, das braucht man demnächst nicht. So wird es dann von Wanderung zu Wanderung immer weniger, bis man sich auf das Wesentliche spezialisiert hat. Eine Weste, eine Softshell- oder Windshelljacke. Eine so Folie, dass man drauf sitzen kann. Handschuhe, vorsorglich, das geht schnell, so Umbrüche im Gebirge. Und dann mit den Händen kann man nicht dauernd in der Hosentasche laufen. Dann ein erweitertes Verbandszeug. Kamera, eine Jacke. Was zu trinken, das war's eigentlich schon. Das Portemonnaie und Sonnenbrille. Ein Geldbeutel, ein Taschenmesser, ein Fotoapparat. Und das ist mein Heiligtum. Das ist Fressen.